Anlage ist nun betriebsbereit. Wir sind in den Probebetrieb übergegangen. Das bedeutet, wir fahren aktuell mit einem Zug, stellen alles ein, sehen zu, dass dann die Bremsen richtig funktionieren. Und das geht jetzt schon eher um Feinheiten, synchroner Ablauf, dass eben auch der Verschleiß an zum Beispiel Reibrädern nicht so hoch ist. Jetzt schon so um die 100 Fahrten gemacht, Fahrzeuge beladen, unbeladen getestet, teilbeladen, frontlastig beladen, hecklastig beladen, sinklastig beladen, rechtslastig beladen, also jegliche Beladungskombination, die man sich vorstellen kann. Jetzt geht es demnächst in den Zweizugbetrieb über und das ist ein ziemlich viel Feinarbeit, das heißt, bis so eine Anlage wirklich wie ein Uhrwerk funktioniert, nicht nur sicher, sondern auch sauber, das ist viel, viel Programmierarbeit, viele, viele tausend Fahrten. Das Großartige jetzt an den Probefahrten ist, dass wir endlich wieder unsere schöne Bahn fahren sehen. Und ich kann mich erinnern, bei der allerersten Probefahrt waren wir alle vor Ort und das hat auch gedauert, bis es endlich losging. Und das war echt Gänsehaut, wenn man jetzt erstmal wieder das Rauschen der Züge über die Airtime-Hügel hört. Also da waren alle sehr glücklich und sehr froh. Also jetzt ist es so richtig kribbelig, weil jetzt geht es wirklich langsam los und wir freuen uns jetzt schon mächtig auf die erste Fahrt.